Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder ein neues Shop My Stash Full Face an der Reihe und ich habe mich heute für den Buchstaben M entschieden. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt auch noch eine kleine Verlosung und ich habe den Buchstaben M gewählt, denn ich gehe gleich zu einem Mädelsabend. Mädelsabend, genau. Ich habe für meine Mädels auch schon so zusammengepackt, was die sich ganz explizit gewünscht haben, also was für Produkte die so brauchten. Ansonsten habe ich halt meine Grabbelkiste immer mit dabei und ich merke gerade, ich habe meinen Sponge noch gar nicht angefeuchtet. Das muss ich gleich machen. Naja, erstmal mache ich mir aber einen Primer drauf. Da habe ich hier von Magier die Base Magique Transforming Smoothing Primer. Den kann man auch bei Amazon bestellen. Hatte ich von der lieben Marie im Paket. Und das ist so ein fester Primer. Das ist ganz witzig. Und ja, fest ist gut, ne? Das ist so, ja, wie fluffig, fluffig, fluffig fest. Und der wird sehr weich. Also dann, der bezeichnet dir das Gesicht nicht nur weich, sondern der fühlt sich auch richtig weich auf der Haut an. Und ja, sehr, ich weiß nicht, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Silikonig. Ja, der fühlt sich immer ganz gut an. Es ist immer so, dass wenn ich dann drüber gehe, dass meine Haut sich einfach richtig weich, samtig anfühlt. Und wenn man sich das Gesicht so anschaut, es sieht auch aus, als hätte ich einen Weichzeichner auf dem Gesicht. Habe ich aber nicht. So, jetzt muss ich eben mein Schwämmchen anfeuchten. Wie konnte ich das nur vergessen? So, Schwämmchen ist angefeuchtet und dementsprechend gewachsen. Das finde ich immer so fantastisch, wenn man Schwämmchen hat und die nass macht. Ne? Das ist der Miracle Sponge von Real Techniques. Der sieht echt witzig aus und den wollte ich mal testen. Also ich denke, dass man den eigentlich ganz gut so festhalten kann. Ne? Ja, ich glaube, dafür ist diese coole. Vorher trage ich mir aber von Becca den Under Eye Corrector auf. Das ist der Brightening Under Eye Corrector in der Farbe Light to Medium. Weil ich aktuell sehr, sehr trockene Haut und vor allem auch Unteraugenpartie habe. Und wenn ich jetzt nämlich einfach so Concealer drüber geben würde, das habe ich, als ich mich gestern geschminkt habe, bemerkt, dann creased das alles einfach nur und das fand ich echt furchtbar. So, ich habe ihn drauf. Jetzt nehmen wir eine Foundation, da habe ich die Velvet Touch Foundation von Malu Wills. Das ist diese hier. Und die war mal in einer Box mit drin oder die habe ich mir ertrashed, das weiß ich nicht. Das ist die Farbe 32. Luxuriöses, samtiges Creme-Make-up für einen makellosen Teint. Das schaut so aus. Das ist sehr, sehr flüssig. Und da verteile ich mir erstmal den einen Pump-Hub mit den Fingern auf dem Gesicht. Riecht sehr angenehm. Und dann arbeite ich das mit meinem Beauty-Schwämmchen ein. Wie rum muss ich den denn halten? So, wahrscheinlich. Ah ja, das geht gut. Im Großen und Ganzen passt es farblich wohl ganz gut, würde ich sagen. Und von der Deckkraft her, ja, es ist wirklich mittel, ne? Also ich sehe immer noch meine Muttermale und meine Sommersprossen, die ein oder andere Rötung sehe ich auch noch durch. Aber ich mag das ja, wenn meine Haut noch durchscheint. Dann gebe ich mir einen zweiten Pump-Up auf. Merke, dass ich keinen Haarreifen trage. Ja, also das ist jetzt in einer Schicht die Foundation. Ich trage keine zweite Schicht auf. Warte. Weil ich nicht so gern diese extreme Deckkraft mag. Vom Finish her gefällt es mir so lala, muss ich gestehen. Ich finde, dass sie sich doch an einigen Stellen etwas nicht so schön absetzt. Also an der Stirn hier so zum Beispiel zwischen den Augenbrauen. Das ist mit den Härchen ein bisschen schwierig. Man hat ja auch Gesichtshaare, ne? Da sieht das ein bisschen öselig aus. Und Deckkraft finde ich aber in Ordnung. Von der Farbe, wenn ich das so den Hals runter verblende und ich denke, wenn ich auch gleich noch die anderen verschiedenen Produkte drüber geben werde, wird es klar gehen. Und ich habe tatsächlich noch einen leichten Glow im Gesicht. Das mag ich auch ganz gerne, wenn ich nicht so totmatt bin. Genau. Joa. Jetzt gebe ich mir den Concealer auf. Da habe ich von Manhattan, Maybelline. Ich lerne irgendwann, die auseinanderzuhalten. Von Maybelline den Instant An. Ich muss Kaffee trinken. Nächster Versuch. Von Maybelline den Instant Anti-Age Löscher Multi-Use Concealer in der Farbe Fair. Das geht. So kann ich reden. So, dann drehe ich erstmal, um da oben Produkt rauszukriegen. Und gib mir das unter die Augen. Mr. Fred, wir müssen dich entfernen. Du hast hier heute nichts zu suchen. Wir gehen noch auf ein Mädelsabend, da wollen wir schick sein. So, jetzt nehme ich die schmale Seite, die kleine Seite von dem Schwämmchen, um das unter den Augen einzuarbeiten.
Und die Seite ist weicher als die untere Seite, was für die untere Augenpartie sehr angenehm ist. Der Concealer gefällt mir heute sehr gut. Ich denke, dass es auch sehr mit dem Becker Under Eye Corrector zu tun hat, dass es einfach gut zusammen funktioniert. So, wir müssen setten. Dafür habe ich ja so ziemlich mein Lieblingspuder von Manakada Step 3. Das ist dieses Puder, HD Perfecting Powder heißt das. Das ist so ein geiles Puder. Das zeichnet dir einfach dein ganzes Gesicht weich. Also heute habe ich ganz viele Weichzeichner mit dabei als Make-up. Voll gut. Ist jetzt kein Puder, mit dem du wirklich so baken kannst oder sowas, aber es macht dir so ein richtig flawless Finish und oh, das ist einfach wundervoll. Ich sag dir das. Und das hält dir den ganzen Tag und oh, ich mag das gerne. Ja, MV, ich mag das. Ja. Das kaschiert dir wirklich jede Foundation in schön, ne? Also, das ist wirklich der helle Wahnsinn für mich. Weil diese Foundation war jetzt nicht so ganz optimal. Also ich werde sie weiterverwenden, aber sie war jetzt nicht so, wow, geile Foundation. Ich finde die total klasse. Nee, also die haut mich nicht vom Hocker. Was du in diesem Video gewinnen kannst, ist folgendes. Und zwar von Mitchell & Peach das Flora No. 1 Fine Radiance Face Oil. Dann von Biore, upsala, die One Minute Thermomaske. Von Mercy Handy ein Handgel. Von Essence Magnetic Lashes False Lashes 2.0, die Curvy Lashes sind das. Und von Maybelline die 24 Karat Nudes Palette. Was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. So, kommen wir weiter zum Gesicht. Machen wir weiter mit dem Gesicht. Ich glaube, das wäre die richtige Formulierung. Augenbrauen mache ich den Max & More von Action, ist es der Augenbrauenstift. Ja, Farbe ist, glaube ich, hellbraun oder so. Das ist ja dieser großartige Stift mit Spoolie hinten dran. Kann ich nur empfehlen, ist super günstig und ja, ne? Ein schöner Stift. Kann man gut mitarbeiten. Dafür musste Jana Spiegel wieder herhalten, denn Augenbrauen ohne Spiegel ist für mich unmöglich. Ich bin ja Brillenträger und das funktioniert sonst einfach nicht. Ja, ich habe sie mir dezent nachgemalt, aber ich finde es so eigentlich ganz schön. Das gefällt mir so. Und ja, dann machen wir jetzt mit dem Gesicht weiter. Und zwar nehme ich da erstmal einen Bronzer. Dann nehme ich den von Too Faced. Das ist der Milk Chocolate Soleil Bronzer. Und der ist wundervoll. Der ist etwas heller. Also wahrscheinlich eher ein Winterbronzer für mich. Aber ich mag ihn trotzdem. Er duftet schön und oh, ist schön süß. Ja, der wird jetzt erstmal aufgetragen. Also ich finde ihn einfach butterzart im Gesicht. Er ist ein bisschen teurer. Aber es ist etwas, was irgendwie in jede Sammlung gehört. Sei es der Milk Chocolate Soleil oder der ganz normale Chocolate. Also es gibt so oh, ein schönes Finish und ich liebe ihn einfach so sehr. Ja. Ja, in letzter Zeit habe ich echt irgendwie so eine Leidenschaft für Bronzer entdeckt. Also es gibt so viele schöne Bronzer aktuell. Oh, den Butter Bronzer von Physicians Formula, den finde ich großartig. Den Park Ave Princess, oh ja, von Tarte, der ist auch klasse. Der hier, ein Traum, Milk Chocolate Soleil, ne? Oh, ja, 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 ja. Und natürlich der von Love und Hatice Schmidt, aber das ist ja bei manchen ein Wunderpunkt. Aber ich habe ihn ja zum Geburtstag geschenkt bekommen und oh, ein Traum. Ne? Jetzt sehe ich aus, als hätte ich vielleicht ein bisschen in der Sonne gelegen und ein bisschen Farbe bekommen. Dann habe ich hier von Maybelline den Fit Me Blush. Das ist die Farbe 35 Coral. Also der Blush ist wirklich ultra dezent. Man sieht ihn kaum. Er macht halt so ein ganz leichtes rötliches Finish. Also Rosé ganz, also oder Korall. Oder er macht halt ein schönes Finish eigentlich. Ne? Aber es ist so dezent, dass ich ihn kaum sehe. Ich versuche es immer wieder. Und immer wieder und immer wieder. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch schon ganz schön viele Schichten auf meinem Gesicht. Und ich habe extra einen ganz fest gebundenen Pinsel genommen. Ich habe den schon mit verschiedensten Pinseln aufgetragen. Aber auch wenn ich jetzt hier so rühre, ne, der krümmelt halt auch nicht. Das heißt, da geht auch nicht so viel Pigment auf den Pinsel. Schwierig, 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 schwierig. Naja, so leid wie es mir tut. Aber der Blush muss leider gehen, denn ich sehe nichts. Als Fixing Spray verwende ich von Manhattan das Insta Prime & Set Locks In Makeup Quick Dry Oil Free. Es ist eigentlich auch ein Primer mit dabei, aber ne, einen Primer hatte ich jetzt ja schon. Und den trage ich mir mal auf. Den Fixing Spray.
Oh, das hat so einen schönen Sprühnebel, ne? Das ist ganz, ganz angenehm. Echt sehr angenehm. Eigentlich hatte ich gerade nur Lust, es zu benutzen. Ich werde es hier gleich nochmal verwenden, wenn ich meinen Lidschatten drauf habe, aber... Ne? So, jetzt benutze ich von MAC den Paint Pot in der Farbe Soft Ochre und werde damit meine Augenlider prime. Spoiler-Alarm, meine Augen sind immer noch sehr, sehr trocken. Deswegen erschreck dich nicht, wenn ich dich jetzt ein bisschen näher ranhole, aber ja, ne? Ich hatte halt einen Sonnenallergieschub und das dann in Verbindung mit meiner Periode ist dann etwas kacke. So, ich werde gleich als Lidschattenpalette von Bare Minerals die Bare Essentials verwenden. Die habe ich ja beim TK Maxx sehr, sehr günstig geschossen und jetzt kann ich sie endlich mal verwenden. Und ja, da sind wirklich sehr natürliche Farben drin und ich habe auch Lust, heute einen relativ natürlichen Look zu schminken. Und dafür hole ich dich mal näher ran. Als erstes werden wir die Lider setten mit der Farbe Exposed. Das ist wirklich ein sehr zarter Ton. Der ist so zart, den siehst du gar nicht. Die Farbe Lyre gebe ich mir in die Lidfalte. Ja, die Pigmentierung ist wirklich sehr, sehr zart. Aber ich denke, dass die Töne sich dadurch dann gut verblenden lassen werden und einfach einen natürlichen Look zaubern werden. Und weil ich ja Schlupflider habe, setze ich meine Lidfalte ja immer mehr so am Knochen an und weniger in der Lidfalte selbst, weil ich einfach, ja, den Ton sehen will. Ich sehe sonst nichts. Die Farbe Katalyst gebe ich mir außen hin. Die hat so einen leichten, nur etwas mehr leichten. Die hat einen derben Schimmer und die ist gut pigmentiert, glaube ich, weil ich ordentlich Produkt auf den Pinsel bekomme. Ja, da ist Pigment und das gebe ich mir dann außen hin und tupfe das auch so ein bisschen noch in die Lidfalte rein, aber nur ganz zart. Und den Rest, den ich hier auf dem Pinsel habe, gebe ich mir einfach hier unten an meinen unteren Wimpernkranz. Mit etwas Exposed auf dem Pinsel verblende ich das hier oben. Exposed war die Farbe, die ich zum Setten genommen habe. Und die Farbe Cloud 9 gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. Auch die Farbe ziehe ich mir nach oben etwas mehr in die Lidfalte rein, damit ich was von der Farbe sehe. Denn ansonsten ist es nicht okay. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen in der Mitte das Highlight, sowohl also hier auf dem beweglichen Lid, als auch das Augenbraue, als auch das Inner Corner. Dann nehme ich die Farbe Shazam mit dem Finger für mein Zentrum. Kommt nicht so ultra viel. Man muss auch sagen, dass die Farben sehr, sehr trocken sind. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man sie nass auftragen würde oder wenn man halt eine Cut Crease ziehen würde, dass das Ganze dann noch ein bisschen schöner aussehen würde. Aber ich möchte immer versuchen, die Produkte so zu testen, wie sie ankommen und dann auch entsprechend zu testen. Ne? Also, dass man jetzt nicht irgendwie immer mit Cut Creases und so weiter arbeitet. Könnte man, will ich aber gerade nicht. Ich versuche es jetzt nochmal mit der Farbe Hard to Get. Das ist so ein ganz heller Ton und den gebe ich mir jetzt nochmal auf mein Zentrum. Vielleicht ist es ein bisschen heller. Ja, aber sie ist relativ matt. Da kommt jetzt nicht das meiste. Kannst du so als Aufheller einmal drüber geben, aber... Nee. Ja, Inner Corner Highlight setze ich mir auch wieder die Farbe Hard to Get rein. Die ist dann halt nicht wirklich schimmernd, aber das passt schon. Gefällt mir aber nicht so ultra, weil es einfach nur ein heller Punkt ist. Aber na, gebe ich mir auch noch unter die Augenbraue. Aber ich kann ja nachher noch mit meinem Highlighter nachjustieren. Ja, die Farbe hat wohl einen leichten Schimmer, aber die haut mich jetzt nicht von der Socken, ne? Auch die ganze Palette ist irgendwie sehr, sehr dezent, aber wird nicht meine Lieblingspalette werden. Da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen, weil die war echt nicht günstig. Jetzt mache ich erstmal nochmal eine Schicht Fixing Spray drüber, damit meine Augen auch entsprechend fixiert werden. Jetzt mache ich mit dem Find Eye Marker, das ist ja von der Eigenmarke von Amazon, ein Eyeliner. Ne? Ein Lidstrich. Läuft. Nicht perfekt, aber er ist da. Und jetzt kommen wir zur Mascara. Und da habe ich von L'Oreal die Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Die wird jetzt getestet. Ich meine, guck dir mal dieses Bürstchen an. Das ist so richtig so ein Swirl-Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, mir gefällt diese Mascara.
Es hat richtig Spaß gemacht, sie aufzutragen. Übrigens, um an der Verlosung teilzunehmen, schreib mir doch, was du aktuell für eine Mascara verwendest. Das würde mich voll interessieren. Und wenn du gar keine verwendest, dann schreib es auch gerne in die Kommentare rein. Aber ich muss zu dieser Mascara sagen, dass sie nicht nur im Auftrag fantastisch ist, sondern sie sieht auch echt klasse aus. Die macht so einen richtigen Wumms, so einen Schwung in die Wimpern rein. Die macht das echt klasse, oder? Ich mag die. Warum habe ich sie vorher nie gesehen, Miss Baby Roll? Wo warst du nur die ganze Zeit? Die ist echt toll. Boah. Und sowas erfährt man dann durch ein Trash-Paket. Unfassbar. Ja, auch nochmal von Weitem. Ne? Das sieht doch alle ganz schick aus hier. Ja, den Haarreifen kann ich schon mal abnehmen. Jetzt kümmern wir uns um Highlighter. Highlighter. Mary Luminizer. Ja, da habe ich den hier von The Balm. Habe ich gerade gesagt. Ne? Ja, genau. Mary Luminizer ist das. Mhm. Wie schaut der aus? Der schaut so aus. Der ist so ein bisschen Champagner. Ich habe den noch nicht häufig verwendet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sieht, also der hat schon eine leichte Kuhle in der Pfanne. Ja, aber ich glaube, die ist von Anfang an da gewesen oder weiß ich nicht. Aber ich habe ihn halt das ein oder andere Mal verwendet und dann irgendwie nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, der war mir irgendwann zu dezent. Aber wenn ich den jetzt so geswatcht sehe, ist der gar nicht so dezent. Abklopfen den Pinsel oder nicht abklopfen? Nein. Ja, der ist wirklich nicht so doll. Aber ich finde den ganz schön. Der ist echt schön, ne? Warum habe ich den so lange nicht benutzt? Der ist voll schön. Keine Ahnung. Ne? Der ist echt toll. Ich benutze ihn jetzt auch nochmal als Augenbrauen und als Inner Corner Highlight. Dann nehme ich diesen Pinsel. Weil mir das hier einfach zu icy ist. Das gefällt mir nicht. Ja, zu unserem Glück fehlen uns jetzt noch die Lippen. Da habe ich hier einmal von MAC den Half-Cuff Lipstick. Habe ich als Mini. Und ich finde, die Farbe passt auch echt großartig zum Augenlook. Toppen wollte ich den Lippenlook. Jetzt aber noch mit einem weiteren Produkt, und zwar von Karl Lagerfeld und Model Co. Das ist hier so ein, Lipgloss, genau. In der Farbe Rumba. Ist einfach, ne? Und er hat ein Licht. Ist auch großartig. Und ein Minispiegel. So. Fehlt jetzt nur noch eins, und zwar Haare öffnen, Schmuck dran und dann sehen wir uns sofort wieder. So, das ist nun der transformierte Look. Was noch fehlt, ist ein Parfüm, und da habe ich hier von Michalski Berlin das Summer. Das habe ich ja von der lieben Jana zugeschickt bekommen in einem Tauschpaket. Immer batschen, Leute, immer batschen. Ich fühle mich fresh, ich fühle mich ready vor Mädelsabend und denke an die Verlosung, was ich dir gesagt habe, solltest du erfüllen, genau, um daran teilzunehmen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch ultra gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!